Danke, Herr Schulz. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich nun Herrn Schalauske das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn die aktuelle Debatte auch nur ein Gutes hat, dann das. Fast niemand bestreitet ernsthaft mehr, dass wir in unseren Städten einen akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum haben, dass Mieterinnen und Mieter aus den Innenstädten verdrängt werden und dass die Wohnungsfrage nicht einfach nur irgendeine Frage, sondern eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit ist und dass da dringend etwas getan werden muss. Das war in der Vergangenheit durchaus anders. Da wurde man belächelt oder auch für verrückt erklärt, wenn man das Thema auf die Tagesordnung gebracht hat, wenn man über Gentrifizierung gesprochen hat oder andere Begriffe. Das hat sich geändert. Mittlerweile, Herr Lenders, hat sogar die FDP ihr Herz für den bezahlbaren Wohnraum entdeckt in der letzten Plenardebatte. Sie haben es ja heute auch getan. Immerhin soll niemand mehr als 30% seines Einkommens für die Miete ausgeben. Eine Erkenntnis, die ist durchaus zu begrüßen. Besser spät als nie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Während also einige sich grundsätzlich einig scheinen, dass wir ein Problem haben, gibt es in der Frage, was man tun kann, aber doch sehr, sehr unterschiedliche Antworten. Dann gibt es zum einen die, die immer noch unverwüstlich an die Kraft des freien Marktes glauben. Die Parole heißt da bauen, bauen, bauen. Man darf doch die Investoren nicht verschrecken. Man fragt sich mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre, woher nehmen Sie eigentlich diesen unerschütterlichen Glauben an die Hand, an die unsichtbare Hand des freien Marktes? Über Jahrzehnte ist die herrschende Politik auch gerade hier in Hessen der Annahme gefolgt, der Markt der wird es schon richten. Und was ist das Ergebnis? Mangel an bezahlbarem Wohnraum, Mietenwahnsinn, Verdrängung, immer mehr teure Eigentumswohnungen und Luxusghettos, die zeigen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Der Markt hat es in der Vergangenheit nicht gerichtet, er richtet es aktuell nicht, und er wird es auch in Zukunft nicht richten. Und das ist eine so wichtige Frage, dass man sie nicht alleine den Ökonomen überlassen sollte. Insgesamt ist die Wohnungsfrage viel zu wichtig, als sie dem Markt zu überlassen. Der Mietenwahnsinn sollte auch nicht als Ausdruck der wirtschaftlichen Stärke im Ballungsraum oder allein als Folge von gestiegenen Baukosten verklärt werden, sondern die Wohnungsfrage wird doch von einem Markt getrieben, der im finanzmarktdominierten Kapitalismus immer stärker den Dynamiken von Renditeerwartungen der internationalen Finanzmärkte unterliegt. Diese Entwicklung die treffen am Ende die Mieterinnen und Mieter, die haben sie auszubaden und sind ein weiterer Beleg dafür, zu sagen, Wohnraum, das darf nicht eine x-beliebige Ware sein. Wohnen ist ein Menschenrecht, meine Damen und Herren. Und das Thema ist im Übrigen auch viel zu wichtig, als über diejenigen zu sprechen, die sogar das Thema Wohnen dafür nutzen wollen, rechte Stimmungsmache zu verbreiten, gegen andere gesellschaftliche Gruppen zu hetzen. Über die sollten wir heute gar nicht sprechen. Dafür ist das Thema viel zu wichtig. Dann haben wir noch diejenigen, die zwar sagen, Mensch, wir glauben an die Kraft des freien Marktes, aber wir müssen eingestehen, er ist nicht ausreichend in der Lage, für bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu sorgen. Da gilt zwar auch das Prinzip bauen, 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 aber man wünscht sich kleinere Korrekturen am Mietrecht, ein paar mehr Sozialwohnungen, eine etwas weniger ambitionslose Geschäftspolitik der öffentlichen Wohnungsbauunternehmen. Das ist, kurz zusammengefasst, die Position der schwarz-grünen Landesregierung, die ich weniger begeisternd und dynamisch erlebt habe als andere hier in der Debatte. Aber die Realität auf den Wohnungsmärkten zeigt, weder der Markt wird es richten, noch kleinere Korrekturen werden ausreichen. Vielmehr brauchen wir einen grundlegenden Kurswechsel, wie im Übrigen auch von vielen Betroffenen, von Mietervereinen, Mieterinitiativen, stadtpolitischen Gruppen, Gewerkschaftern, Sozialverbänden, Kirchen, kritischer Wissenschaft, aber eben auch von uns gefordert wird. Notwendig sind wirksame Sofortmaßnahmen, um Mieterinnen und Mietern jetzt und heute vor Verdrängung zu schützen und um die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum sicherzustellen. Und diese Position,
die, und das zeigt ja auch so manche Sorge in der Debatte, die wird eben wirkungsmächtiger. So hat die Landesregierung bestehend aus LINKEN, SPD und GRÜNEN in Berlin einen Mietendeckel auf den Weg gebracht, mit dem das weitere Ansteigen der Mieten in Berlin schnell und effektiv gestoppt werden kann. So einen Mietendeckel, den brauchen wir auch hier in Hessen. Dazu komme ich noch. Aus der gleichen Perspektive heraus strebt die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin ein Volksbegehren für die Vergesellschaftung von großen Wohnungsunternehmen an. Diese Initiative hat am Freitag 77.001 Unterschrift übergeben, mehr als dreimal so viel wie notwendig, um den ersten Schritt des Volksbegehrens einzuleiten. Ich finde, das ist ein großartiger Erfolg, zu dem wir der Initiative und den Mieterinnen in Berlin recht herzlich gratulieren. Ebenfalls aus dieser Überzeugung gibt es auch in Frankfurt den Mietentscheid auf dem Weg eines Bürgerbegehrens, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG in Zukunft nur noch geförderte Wohnungen baut bzw. bereitstellt. Wie breit der Rückhalt in der Gesellschaft ist, das zeigt eine Umfrage in der letzten Woche. Das freut uns sehr. Umso unverständlicher ist es, dass sich CDU, SPD und GRÜNE in Frankfurt bisher weigern, diese Initiative ohne Wenn und Aber zu unterstützen. Gegen all diese Initiativen ebenso wie gegen die Vorschläge unserer Partei und vieler anderer Initiativen wird immer wieder das Argument vorgebracht, das sei zu radikal. Da denke ich an Bertolt Brecht, der hat gesagt, man muss so radikal sein wie die Wirklichkeit. Radikal bedeutet ja, an die Ursache, an die Wurzel zu gehen. Sehen wir uns doch einmal genau an, wie die Wirklichkeit am Wohnungsmarkt in Hessen aussieht. Schauen wir uns die Zahlen und Statistiken an. Wir haben mit Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden gleich drei Städte in der Rhein-Main-Region, die unter den 10 teuersten Städten in Deutschland liegen. Wir können zeigen, dass in vielen hessischen Städten die Mietbelastungsquote, das Verhältnis von Mieten und Einkommen, für viele Menschen zum Teil weit über der Marke von 30% liegt. In Kassel sind es 31,5% der Bevölkerung, in Frankfurt 42%, in Offenbach 45% und hier in Wiesbaden sogar 45%. Das ist im Platz 11 im bundesweiten Vergleich. Knapp 23% der Bevölkerung in Wiesbaden geben sogar mehr als 40% ihres Einkommens für die Miete aus. Das sind die Zahlen für 2017. Sie dürften inzwischen noch verheerender ausfallen. Wir können auch darauf hinweisen, dass die Zahl der Sozialwohnungen seit Jahren kontinuierlich sinkt, nur noch gut 80.000 im Jahr 2018, während die Zahl derjenigen, die auf einer Warteliste stehen, gleichzeitig bei über 50.000 liegen. All diese Zahlen belegen doch, wie radikal die Wirklichkeit aussieht am hessischen Wohnungsmarkt. Aber wir sollten nicht bei abstrakten Zahlen stehen bleiben. Was nämlich in solchen Statistiken selten abgebildet sind, das sind die individuellen Geschichten, die menschlichen Schicksale, die sich hinter diesen Zahlen verbergen. Und weil die hessischen Mieterinnen und Mieter hier nicht selber sprechen können im Landtag, will ich versuchen, Ihnen eine Stimme zu geben und erlaube mir das, und Ihnen mal Geschichten von Menschen aus Frankfurt vorzustellen. Da ist z.B. Claudia, 64 Jahre alt. Als sie noch gearbeitet hat, konnte sie ihre Wohnung in Bockenheim einigermaßen bezahlen. Aber jetzt, mit dem Renteneintritt, gehört sie plötzlich zu denjenigen, die mehr als 50% ihres monatlichen Einkommens für die Miete aufbringen müssen. Sie erklärt, ich zitiere, das ist auch eine Realität. Ich habe mein Leben lang gearbeitet, und trotzdem ist das so. Ich glaube, das ist eines der zentralen Probleme in Frankfurt. Das ist ein Problem der niedrigen Renten und den in Relation dazu hohen Wohnungsmieten. Bei einer Rente von 1.200 €, Sie können in Frankfurt nicht für 400 € wohnen, definitiv nicht. Ich kenne niemanden, der für 400 € wohnt. Oder in einer ähnlichen Situation Lea, die im Sozialbereich arbeitet. Sie wohnt in einer Dreier-WG im Bahnhofsviertel in einem 15 Quadratmeter großen Zimmer. Die Miete ist in den letzten 5 Jahren um 45% gestiegen. Mittlerweile muss auch sie 50% ihres verfügbaren Einkommens für die Miete aufbringen. Sie sagt, wir sind zwar noch nicht physisch verdrängt, aber es ist auf jeden Fall eine Verdrängung, ja, aus dem Lebensstil. Das heißt, früher bin ich auch mal regelmäßig ins Theater gegangen, und das geht halt alles nicht mehr. Und es ist klar, wenn die nächste Mieterhöhung kommt, da wird am Essen gespart. Diese Zitate und Geschichten stammen aus der Broschüre Frankfurter Realitäten, Biografien einer verfehlten Stadtpolitik, die die Frankfurter Initiative Eine Stadt für alle veröffentlicht hat. Sie zeigt die Geschichten von Betroffenen
und sie zeigen die persönlichen Auswirkungen von Verdrängung und der verzweifelten Suche nach einem Dach über dem Kopf. Ich möchte deswegen noch einen weiteren Fall ansprechen, einen Fall der direkten Verdrängung. Es handelt sich um Andreas, der bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG in Rödelheim gewohnt hat, bevor seine Wohnung modernisiert wurde, sich die Miete verdoppelt hat, und er gibt einen Einblick in sein Gefühlsleben. Seit 2012 habe ich jeden Tag mit der Angst gelebt, meine Wohnung zu verlieren, weil ich wusste, aus eigener Kraft wird es für mich ganz schwer, in Frankfurt jetzt eine Wohnung zu finden. In dieser Unsicherheit gelebt zu haben, da kann man gar keine Entschädigung für zahlen. Es hat ja fast 4 Jahre gedauert, vom ersten Bekanntwerden, dass man raus musste, bis ich die Ersatzwohnung hatte. Ebenfalls von Angst und Verzweiflung und direkte Folge des Mietenwahnsinns berichtet schließlich Katharina, die im Frankfurter Nordend Opfer von Luxussanierung und Entmietung wurde. Zitat: Ich habe nur den Beginn einer Luxussanierung nervlich ausgehalten. Ich ertrug das Gefühl, einer völligen Willkür ausgeliefert sein, wenige Wochen. Aber weiter führt sie aus: Meine Freundinnen und Freunde waren alle sehr überrascht, wie sehr mich das belastet hat zu der Zeit. Es ist wirklich eine große psychische Belastung. Der Ärger mit dem neuen Hausbesitzer, der Versuch, sich rechtliche Hilfe zu holen und überhaupt in einem leeren Haus zu wohnen, in dem man jeden Tag von neuem herabwürdigen Manövern überrumpelt wird. Wer das nicht miterlebt hat, der kann es sich nur schwer vorstellen. Genauso ist es, meine Damen und Herren. Wer das nicht erlebt hat, der kann sich nur schwer vorstellen, was Mietenwahnsinn und Verdrängung mit einem machen. Und deswegen müssen wir dem endlich massiv entgegentreten. Und deswegen, Herr Minister Al-Wazir, würde ich mir doch etwas Wehmut wünschen, wenn, so wie Sie das vor Kurzem getan haben, Sie extra schlaue Empfehlungen aussprechen, wonach die Leute, die sich das Nordend in Frankfurt nicht mehr leisten können, eben doch nach Offenbach ziehen sollen. Ich finde das, Herr Minister, ziemlich respektlos gegenüber den Mieterinnen und Mietern. Also, wir brauchen entschlossene Maßnahmen, keine kleinen Korrekturen, sondern tiefgreifende Veränderungen, um den Mietenwahnsinn zu stoppen. Und dass die GRÜNEN zum wiederholten Male die 11. Feuerbach-These von Marx falsch verstanden haben, das haben Sie hier und heute auch wieder dokumentiert. Das will ich Ihnen nicht erneut erklären. Also, was machen Sie? Sie machen nicht nichts, immerhin, aber nicht einmal ansatzweise genug. Leider. Sie setzen weiter auf ein marktgläubiges, inkonsequentes, mutloses und letztlich auch wirkungsloses Weiter-so. Ein paar Stellschrauben an ein paar Stellschrauben zu drehen, das wird nicht reichen, bei Weitem nicht. Jetzt schauen wir uns 3 Felder an, die im Kampf gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung zentral sind. Mieterinnenschutz, Neubau und die Rolle der öffentlichen Hand. Beginnen wir mit dem Thema Mieterschutz, Mietrecht. Herr Minister Al-Wazir hat ja die Maßnahmen der Landesregierung aufgezählt, abgesenkte Kappungsgrenze, Ausweitung der Kündigungssperrfrist, die Ankündigung, die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unter Genehmigungsvorbehalt zu stellen, zuletzt die Verlängerung und Ausweitung der Mietpreisbremse. All diese Maßnahmen sind nicht falsch. Sie sind besser als nichts, aber sie sind sicher nicht geeignet, renditesuchende Investoren in die Schranke zu weisen und Spekulanten wirklich das Handwerk zu legen und Mieterinnen und Mieter wirksam vor Verdrängung zu schützen. Dafür sind diese Maßnahmen schlicht zu harmlos. Und es ist schön, dass Sie erklären, dass für Sie private Vermieter kein Feindbild sind. Ich meine, die hessischen GRÜNEN singen ja seit Monaten das hohe Lied des Privateigentums. Das Problem ist, es geht auch gar nicht um die privaten Vermieter. Wer aber wirkliche Veränderungen am Wohnungsmarkt durchsetzen will, der muss sich dann eben doch mit den börsennotierten Aktienkonzernen anlegen. Darauf kommt es doch an. Der muss deren Renditeerwartungen einschränken. Es gibt kein Grundrecht auf endlose Rendite. Und was nützen den meisten Menschen Darlehens- und Eigentumsförderung, wenn sie sich nicht einmal eine bezahlbare Wohnung leisten können? Ich glaube, da denke nicht nur ich an Marie Antoinette und den Hinweis, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Die Maßnahmen, die stattdessen wirklich notwendig wären, die liegen auf dem Tisch, und sie werden in anderen Bundesländern erfolgreich angewandt und auf den Weg gebracht. Wir reden über ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung und noch viel wichtiger über einen Mietendeckel. Leerstand und Zweckentfremdung, SPD und LINKE, wir haben hier Gesetzentwürfe eingebracht. Die Landesregierung hat ja schon vor der ersten Anhörung erklärt
oder schon vor der Anhörung erklärt, die findet ja im August noch statt, dass sie den Gesetzentwürfen nicht zustimmt. Man fragt sich, warum man dann überhaupt eine Anhörung macht. Aber der Minister, der behauptet ja sogar, es gebe keinen relevanten Leerstand in Hessens Städten. Ich finde, das grenzt an Realitätsverweigerung. Und selbst die eigenen Leute, die grüne Basis aus Frankfurt, die weiß es besser und hat den Minister scharf kritisiert, völlig zu Recht, meine Damen und Herren. Die gleiche Realitätsverweigerung erleben wir beim Thema Mietendeckel. Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin hat ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem in ganz Berlin die Mieten auf dem aktuellen Stand eingefroren und zum Teil sogar gesenkt werden. Das ist echter Mieterschutz. Das ist eine echte Verdrängungsbremse. So etwas, das brauchen wir auch hier in Hessen. Und ich freue mich, wenn das in Berlin SPD, Grüne und Linke machen. Man fragt sich nur, warum sind in Hessen die Grünen nicht dabei? Ach ja, sie koalieren ja mit der CDU und verweigern sich deswegen wirksamen Maßnahmen. Das ist ein Armutszeugnis für die Grüne Partei. Und Sie können dann auch nicht sagen, es sei ein untaugliches Instrument, weil die Grünen in Berlin, die unterstützen ja diese Maßnahme. Ihre Parteikollegen scheinen also der Meinung zu sein, dass das eine sehr, sehr wirksame Maßnahme ist. Das, was Sie machen, das ist nichts anderes als unterlassene Hilfeleistung für die Mieterinnen und Mieter. Aber so inkonsequent agieren Sie auch im Bereich des Neubaus. Ich gebe zu, ich habe auch irgendwann den Überblick verloren, aber es gibt ja mittlerweile ein halbes Dutzend verschiedener Programme, Allianzen, Bündnisse, mit denen Sie den Wohnungsbau ankurbeln wollen. Das Problem ist nur, selbst wenn Sie damit Erfolg hätten und tatsächlich mehr signifikant Wohnungen entstehen würden, danach sieht es im Moment nicht aus, werden Sie damit das Wohnungsproblem nicht lösen. Denn die Mieten, die im frei finanzierten Neubau verlangt werden, die sind viel zu hoch, als dass sie die Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen noch bezahlen könnten. Bauen, 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 alleine das bringt gar nichts, außer der Immobilienwirtschaft, die damit richtig gutes Geld verdient. Deswegen notwendig ist nicht irgendein Neubau, sondern bezahlbarer Neubau, sozial geförderter Wohnungsbau und insbesondere Sozialwohnungen in öffentlichem Eigentum. Und wie sieht die Bilanz der Landesregierung hier aus? Mit einem Wort verheerend. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt und sinkt und sinkt. Die Wartelisten werden länger. Wir bräuchten mindestens 10.000 neue Sozialwohnungen im Jahr. Im letzten Jahr waren es je nach Quelle nur 1.000 oder knapp 2.000. Das reicht nicht einmal annähernd, um die Wohnungen auszugleichen, die jährlich aus der Bindung fallen. Von dieser hessischen Realität können Sie auch nicht ablenken, indem Sie ständig auf die gesteigerten Fördersummen verweisen. Sozialwohnungen, die sollten auch nicht von Privaten errichtet werden. Das ist ja eine de facto Subvention von Investoren, die dann nach einer bestimmten Jahreszahl mit diesem Eigentum machen können, was sie wollen, sondern in öffentlichem Eigentum. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung, das muss der Maßstab sein. Schauen Sie einmal nach Wien. Die dortigen Gemeindewohnungen zeigen, wie es gehen kann. Und jetzt schauen wir uns noch einmal die Liegenschaftspolitik an. Sie sagen ja immer, es müssen Flächen bereitgestellt werden. Aber zu oft werden Flächen an Private verkauft. Angekündigte Maßnahmen wie Konzeptvergabe oder Erbbaurecht spielen nur eine untergeordnete Rolle. Nur das sollten Sie mal lieber nicht nur den Kommunen erzählen, sondern das sollten Sie selber beherzigen. Wer immer an den Meistbietenden verhökert, so wie das Land Hessen, der sollte nicht anderen wie den Kommunen wohlfeile Ratschläge geben. Und dann kommen wir noch zu den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, die direkt oder indirekt dem Einfluss des Landes unterliegen. Da ist zum einen die GWH. Viele Mieterinnen und Mieter klagen über unsoziale Mieterhöhungen, über Modernisierungsmaßnahmen. Die GWH gehört nicht direkt dem Land, aber die Landesregierung könnte über die Trägerversammlung und den Verwaltungsrat der Helaba sowohl ihren Einfluss geltend machen und z.B. einen Mietenstopp durchsetzen. Bisher allerdings passiert gar nichts. Die andere Wohnungsbaugesellschaft, das ist die Nassauische Heimstätte. Hier kann sich das Land überhaupt nicht aus der Verantwortung stehlen, und trotzdem passiert zu wenig. Die Bauoffensive der Nassauischen Heimstätte, von der Sie sprechen, da geht es um 5.000 Wohnungen in den nächsten Jahren, größtenteils nicht einmal sozial gebunden. 5.000 Wohnungen, das ist viel zu wenig, das ist keine Offensive, das ist bestenfalls ein geordneter Rückzug.
Was wir wirklich brauchen, das ist ein öffentliches Neubauprogramm, das 10.000 Sozialwohnungen im Jahr schafft. Und wir brauchen schnelle und tiefgreifende Maßnahmen, die die Bedingungen für viele Mieterinnen und Mieter nachhaltig verbessern. Die hessischen Realitäten auf dem Wohnungsmarkt, da helfen auch nicht große Marketingbegriffe wie der Frankfurter Bogen. Wer jahrelang den ländlichen Raum und die breiteren Räume im Ballungsgebiet vernachlässigt hat, der darf sich nicht wundern, wenn es dann auch Druck auf die Städte gibt. Die hessischen Realitäten auf dem Wohnungsmarkt, die verlangen nach einem grundsätzlichen, sofortigen Kurswechsel. Sonst wird es zu spät. Die Politik der Landesregierung verweigert sich einem solchen Kurswechsel. Und deswegen bleibt sie marktgläubig, inkonsequent, mutlos und wirkungslos. Und deswegen werden wir unsere Anstrengungen gemeinsam mit außerparlamentarischen Bewegungen für mehr bezahlbaren Wohnraum und Mieterinnenschutz in den kommenden Wochen und Monaten noch verstärken. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Als nächstes hat sich die Abg. Förster-Heldmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Was ist besser, ein gut sortierter, vielseitiger Werkzeugkasten oder eine Brechstange, wie ich jetzt mal so nach der letzten Rede die Frage stellen würde. Vorher war es noch der Holzhammer, aber lassen wir es dabei. Diese Frage, finde ich, macht aber schon deutlich, über was reden wir heute, und sie schildert so ein bisschen die wohnungspolitische Debatte, die wir im Augenblick hier haben. Die Frage ist doch, setze ich auf ein brachiales Instrument oder gehe ich auf die verschiedenen Anforderungen des Wohnungsmarktes differenziert ein? Setze ich auf eine einzige Maßnahme, wohl wissend, dass davon alle betroffen sein werden, auch die, die es gar nicht treffen soll. Beste Beispiel, Berliner Mietendeckel, der ja alles einfriert, auch die Wohnungen, die nur 4 € kosten, denen dann auch noch sämtliche Möglichkeiten nimmt. Verunsichere ich eine ganze Branche, indem ich unpräzise Enteignungsdebatten führe? Weil bei Enteignung kann man natürlich noch eine ganze Menge mehr dazu sagen. Es bedeutet ja nicht, dass es kostenlos ist, und in verschiedenen Bereichen ist es auch sinnvoll. Oder schaffe ich Anreize und gute Voraussetzungen für Neubauten? Und was ist eigentlich die wichtige Frage? Vielen Dank. Und was ist eigentlich die wichtige Frage? Die wichtige Frage, die wir uns heute mal stellen sollen, jenseits der globalen Frage, wie sehen wir Hessen insgesamt, ist doch die Fragestellung für heute, wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie sieht Wohnen im Ballungsraum aus? Und welche Maßnahmen sind wichtig, um den urbanen Raum zukunftsfähig zu machen? Und wie definieren wir diesen urbanen Raum? Und die Vorstellung, in einem Ballungsraum sämtliche Regulierungen fallen zu lassen, ist nicht die Vorstellung dieser Koalition. Und auf wichtige Eckpunkte in der Verkehrs-Klimapolitik zu verzichten, ist auch falsch. Und genauso falsch ist es, Verkehrspolitik mit dem Gedankengut des letzten Jahrhunderts zu denken. Wohnen, Verkehr, Klima, digitale Entwicklung, Soziales sind all diese, und natürlich sind all diese Aspekte miteinander zu verknüpfen, und sie werden hier auch verknüpft. Im Mittelpunkt steht eben lebenswerter, bezahlbarer und angemessener Wohnraum für alle. Das ist das Ziel. Und für dieses Ziel benötigen wir eine Menge Geld, eine Menge Kraft und eine Menge Kreativität. Und in unseren Ballungsräumen steckt ein immenses Potenzial, und das sollten wir endlich nutzen. Unsere Lebensräume allein über die Quadratmeterzahl zu definieren, verschenkt dieses Potenzial. Wir müssen auch die Qualitäten benennen, und das sind Shared Spaces, Coworking Spaces, Carsharing, soziale Diversität, um nur einige Beispiele aufzuführen. Und in den prosperierenden Zentren gibt es bereits einige herausragende Beispiele,
die das unterstreichen. Und das hat der Herr Kasseckert hat das noch ergänzt um Hanau. Vielen Dank für dieses Beispiel. Mir ist als allererstes Offenbach eingefallen, die Hafen City, wo Sie Gardening haben, ein tolles Sozialwohnungsprojekt. Sie haben Schule und Bildung, Sie haben Bürgerbeteiligung, Sie haben Freizeit, und das Ganze am Wasser, das sucht wirklich seinesgleichen. Und das kann Beispiel für das sein, was der Minister vorhat. Oder nehmen Sie auch Darmstadt, ist auch immer eine Reise wert. Lincoln-Siedlung, Mobilitätskonzept, ist bundesweit beachtet und hat auch einen Preis dafür bekommen. Lohnt sich auch da mal hinzufahren und zu gucken, wie kann ich neue Areale entwickeln, die eben nicht so groß sind unter Umständen. Wie binde ich die an? Was biete ich an? Und welche Ressourcen nutze ich möglicherweise, die auch schon vorhanden sind? Ja, und wenn wir schon bei Platz- und Quadratmeterzahlen sind, dann sollten wir doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir mittlerweile schon fast, ich sage fast, einen gesellschaftlichen Konsens darüber haben, dass die Stadt nicht mehr allein dem Auto gehört und dass dieser begrenzt vorhandene Raum eben allen zur Verfügung gestellt werden muss, Rad, Fuß und öffentlichem Personennahverkehr. Und es ist doch ganz klar, bauen, 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 Stahl im Beton, das reicht heute nicht mehr. Wir brauchen da mehr Grips, wir brauchen mehr Kreativität, wir brauchen mehr Ideen. Und lassen Sie mich das noch einmal kurz sagen, weil mich das schon sehr enttäuscht hat vorhin. Da ist eine Ministerin, die das Bauen und die Voraussetzungen dafür schafft, dass Wohnen und Bauen in Hessen wieder neu gedacht wird, und installiert die notwendigen Instrumente, z.B. die Allianz für Wohnen, wo die ganzen Player an einem Tisch sitzen, die sonst vorher nie miteinander geredet haben, die jetzt zusammen Dinge erarbeiten und sozusagen Maßstäbe für die Zusammenarbeit in Wohnen und Bauen in Hessen setzen. Und was machen Sie? Sie fangen Ihre Rede an und schimpfen erst einmal auf die. So, das finde ich ist echt das. Ja, das fand ich echt unmöglich. Das Land Hessen hat die Aufgabe, die Kommunen dabei zu unterstützen, bezahlbaren, qualitätsvollen Wohnraum zu schaffen. Und das tun wir. Die vielen Beispiele, was den Wohnungsbau unterstützt, haben meine Vorredner, ja, der Herr Kasseckert oder der Minister, auch schon genannt. Ich nenne nur die 2,2 Milliarden €. Eben dieses eine Menge Geld. Wir haben auch natürlich neu aufgesetzt Bauland mit der Baulandoffensive, mit den Projekten. Wir haben auch Bauland mit der Konzeptvergabe eben nicht mehr dem freien Markt überlassen. Wer noch nicht weiß, wie Konzeptvergabe geht, sollte vielleicht sich noch einmal darüber informieren. Und wir haben mit der Hessischen Bauordnung natürlich einen ersten Aufschlag dazu gemacht, Vereinfachungen und Anpassungen an die Musterbauordnung zu schaffen. Ja, ganz viele Dinge, die dazugehören. Und dazu gehört natürlich jetzt auch, dass wir das Ganze evaluieren und weiterbringen. Und natürlich haben wir in den Ballungsgebieten einen massiven Engpass, was bezahlbaren Wohnraum angeht. Das haben wir gemeinsam festgestellt. Das bestreitet auch niemand. Darum müssen wir genau da auch nachsteuern. Und es ist hoffentlich auch ernst gemeint, ist hoffentlich nicht ernst gemeint, die Erkenntnisse aus den letzten Jahrzehnten über Bord zu werfen und in alte Muster zu verfallen. Das ist absolut zu wenig, sondern wir müssen aus dem, wie sich Gesellschaft gewandelt hat in den letzten Jahren, lernen. Die Anforderungen, die es in Städten gibt, dürfen nicht ignoriert werden. Und kommen Sie bitte nicht auf die Idee, dass das eine Luxusdebatte sein könnte, sondern akzeptieren Sie bitte, dass sich Lebenszusammenhänge verändert haben und dass wir die auch mit unseren Bauen gerecht werden müssen. Und genau darauf antworten auch die Fördermaßnahmen des Landes Hessen. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir in diesem Bereich
umfassend gestalten. Ich habe extra das Wort gestalten verwendet, weil alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Wenn wir das Prinzip des Gestaltenwollens aufgeben, dann werden die Wohnungen da gebaut, wo sie nicht gebraucht werden, also nahezu vollkommen am Bedarf vorbei. Und lassen Sie mich jetzt gerade noch einmal da etwas zum ländlichen Raum sagen. Eigentlich wollte ich nichts zum ländlichen Raum sagen, aber da es alle anderen getan haben und ich finde, im falschen Kontext, will ich etwas dazu sagen. Erstens mal. Wachstum lässt sich nicht einfach begrenzen und verhindern. Wachstum muss gestaltet werden. Und dafür möchte ich an dieser Stelle diesem Minister ganz ausdrücklich danken, dass er bei all den Schwierigkeiten, die wir alle gemeinsam benennen können, bei allen Beschreibungen von prekären Situationen, dass er den Mut hat, und dieses gestalten wollen und das alles in die Hände zu nehmen und Wachstum gestalten zu wollen, damit sich prekäre Situationen nicht verstärken, sondern dass wir das sukzessive alles in den Griff bekommen, dass er das macht und angeht bei Verkehr, bei Wohnen und bei allen anderen Dingen auch noch. Ja, und es geht natürlich auch darum, nicht zusätzliche Probleme in der Infrastruktur zu schaffen. Das kann nicht unser Ziel sein. Deswegen müssen wir versuchen, in den Bereichen, da wo Infrastruktur vorhanden ist, auch nachzuarbeiten. Und das ist ja wohl, das ist die Idee des Frankfurter Großen Bogens. Für mich ist aber das Neue dabei, weil das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert und sollten wir auch honorieren, dass ein Minister oder ein Ministerium auf die Kommunen zugeht und sagt, guckt mal, wir hätten da die Möglichkeit, das so und so zu machen. Es ist nicht so, dass jemand hergeht und sagt, wir machen das jetzt mal so, ob ihr das wollt oder nicht, sondern er bietet ein Instrument an. Er bietet die Kooperation an mit Unterstützung von Hessen. Und das ist genau das, was dieses Land braucht, nämlich Kommunikation in den wirklich schwierigen Fragen und das gemeinsam lösen zu wollen. Das ist der Ansatz vom großen Frankfurter Bogen, auch des Neudenken des Ballungszentrums Rhein-Main. Und ich hätte da überhaupt keine Angst davor, dass irgendjemand vereinnahmt wird, weil ich glaube, die Konkurrenz unter den Gemeinden und Kreisen, das war gestern. Mittlerweile ist jedem bewusst, dass er gerade in den Fragen von Infrastruktur, Wohnen und sozialen Angeboten nur gemeinsam mit seinen Nachbarn weiterkommt. Und genau dieses neue Gedankengut sollten wir auch nutzen und das verstärken und auch unterstützen. So, über den Mieterschutz hatten wir ja schon eine ganze Menge gesagt. Ich möchte zu den Regulierungsmaßnahmen nicht mehr weiter eingehen. Ich will nur sagen, Regulierung, ich finde, man muss aufpassen, dass man nicht übersteuert. Das tun wir bestimmt nicht. Aber das ist der Punkt mit der Brechstange. Ich komme da noch gleich dazu. Ich sage da noch etwas dazu. Ich finde das ein bisschen schwierig. Regulierungen sind temporär wichtig. Das tun wir. Und auch selbst wenn es Ausbremsen von Mietentwicklungen sind, dann ist auch dieses wichtig und richtig. Aber lassen Sie mich zu den Wohnungsbauunternehmen kommen. Lassen Sie mich zur Nassauischen Heimstätte kommen, die eine verlässliche Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft für das Land Hessen ist. Und deshalb werden wir die Kapitaldecke erhöhen, um den Wohnungsbau Neubau auch weiter zu ermöglichen und zu forcieren, eben nicht nur 5.000 Wohnungen, sondern den Wohnungsbestand von 60.000 auf 75.000 Wohnungen erhöhen. Damit ist die Nassauische Heim das größte Wohnungsunternehmen in Hessen. Und sie wirkt natürlich durch die Mietenpolitik, die jetzt unabhängig von Mietendeckelungen und immer schon eine soziale Mietenpolitik war. Das ist egal, in welche wo Sie hinschauen, wo die Nassauische Heim ihre Wohnungen hat. Das sind Unternehmen, die nicht unbedingt darauf angewiesen sind, sozusagen den Deckel einheitlich drübergelegt zu bekommen, sondern die in ihrem
in Ihrem Selbstverständnis schon die soziale Mietenpolitik auch impliziert haben. Und wir können natürlich ganz froh sein, dass wir die Nassauische Heim haben. Ich glaube, das zumindest ist der Grundkonsens, auf den wir uns heute und hier auch verständigen können. Und jetzt mal einen Blick. Jetzt mal einen Blick nach Berlin, weil es ja heute auch schon so kam. Also, ich finde es schon relativ heftig, was da an Argumenten so manchmal kommt. Also, Berlin war es doch so. Die Mauer fiel und der Bauboom fing an. Und Berlin war quasi, das weiß ich aus eigener Erfahrung, einige von Ihnen wissen, dass ich lange als Innenarchitektin gearbeitet habe. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Berlin war in den 80er, 90er Jahren das Eldorado für Bauboom, Immobilienhaie und für Spekulation auch. Das war nicht alles schlecht, weil ich glaube, anders wäre die Stadt so schnell nie entwickelt worden. Aber es war eine Grundvoraussetzung dafür. Und dann hat man, nachdem das passiert ist und sich die Situation zugespitzt ist, hat die Stadt zugegebenermaßen echt nicht mehr wusste, wo soll sie das Geld hernehmen. Dann hat man blöderweise einen Riesenfehler gemacht. Dann hat man auch noch die städtische Wohnungsbaugesellschaft verkauft, um dann noch einmal eins draufzusetzen. Und dann entwickelt sich diese tolle Stadt natürlich in ihrer Mietenentwicklung auch immer und immer weiter. Und man guckt zu und man guckt zu. Und was kommt? Der Mietendeckel morgen. Sehr verehrte Damen und Herren, das ist nicht kein Beispiel für Hessen. Das ist nicht die Politik, die wir hier machen wollen. Wir haben mehr Maßnahmen an der Hand. Wir begleiten die ganzen Prozesse. Und das ist das Wichtigste, was man tun kann, ohne sozusagen einen einheitlichen Holzhammer, jetzt habe ich ihn doch rausgezogen, den Holzhammer zu verwenden, um eine Pseudomaßnahme, die dann auch noch diejenigen, die eigentlich immer ganz devot unterwegs waren, noch einmal mitzubestrafen. Was haben Sie denn erreicht? Sie haben doch sicher auch die ganzen E-Mails bekommen von den Immobiliengesellschaften, Verbänden und Bauunternehmen. Die waren einfach nur geschockt. Was machen wir jetzt? Bis hin zu dem Haus und Grund, die ihren eigenen Leuten empfohlen hatten, jetzt noch einmal schnell die Mieten zu erhöhen. Ja, wenn ich Unruhe in einen Markt reinbringen will, der eh schon aufgebracht ist, dann mache ich das. Also gut, ich will Ihnen nur sagen, Sie können ja der Meinung sein, dass das richtig ist, was Berlin derzeit macht. Ich sage nur, man kann es auch von der anderen Seite sehen, und man kann auch andere Konsequenzen daraus ablesen, wie Sie sie jetzt im Augenblick ablehnen. Und deswegen, glaube ich, ist der Weg, den Hessen geht, der richtigere. Ja, und wir haben neben dem Geld, das wir ja investieren für Neubau, gehen wir ja auch, wird das Geld verdoppelt für die Sozialbindung, wir erhöhen wir auf 10 Millionen €. Auch das sollte noch einmal gesagt werden. Und dann kommen wir zu den Fördermitteln für Eigentum, wo die Fördermittel jetzt auch für Sonderwohnformen und für generationsübergreifendes Wohnen möglich ist. Ich finde das ausgesprochen gut, dass wir den Bereich jetzt auch mit einbeziehen, weil auch da manifestiert sich natürlich, dass sich Gesellschaft verändert und dass wir auch dem gerecht werden müssen. Und da haben wir eine Möglichkeit, Gesellschaft neu zu gestalten. Und diese Wohnprojekte, das finde ich ganz interessant. Jetzt habe ich den ländlichen Raum doch noch ausgelassen. Gut, komme ich gleich dazu. Das finde ich ist nämlich interessant, weil Sie sowohl im ländlichen Raum diese Neuorganisation von Wohnen feststellen können, nicht ganz so schnell wie in den Ballungsgebieten. Da ist die Dynamik etwas größer. Wenn Sie aber einmal nach Brandenburg gehen, da ist da, wo der Hund begraben ist, da finden Sie tatsächlich wieder neue Projekte, wie neue Dörfer neu entstehen können. Und mit einem, das ist mir jetzt noch einmal wichtig, will ich doch aufräumen. Ich glaube nicht, dass wir durch die Stärkung des ländlichen Raums den Druck auf die Städte vermindern. Das glaube ich nicht.
Ich glaube aber wohl, dass wir eine große Verantwortung und wirklich eine große Pflicht haben, uns auch um den ländlichen Raum zu kümmern, damit die Qualität im ländlichen Raum erhalten bleibt. Das glaube ich sehr wohl. Da bin ich bei allen dabei, und ich glaube, da ist auch zu wenig gemacht worden. Und das muss man deutlich sagen. Aber wir dürfen nicht davon träumen, wenn wir die Qualitäten im ländlichen Raum erhalten. Also dieses ganze tolle Nordhessen, dieses ganze tolle Südhessen, werden wir trotzdem nicht erreichen, dass der Druck auf die Ballungszentren sinkt. Und deswegen habe ich gesagt, wir müssen bereit sein, immer und wieder dazu bereit sein, eben dieses Wachstum mitzugestalten. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist der Frankfurter Bogen, ich gucke mal auf die Uhr, ja, dann schließe ich jetzt auch mal meine Rede und sage, der Frankfurter Bogen ist genau das richtige Angebot, eine Erweiterung des Ballungszentrums. Wir haben alle kein Problem, uns am Frankfurter Hauptbahnhof zu orientieren. Die tollen Möglichkeiten, sei es in der Kultur, sei es in dem Bildungswesen und in anderen vielen anderen Dingen von diesem Ballungszentrum wirklich zu partizipieren, sich auszutauschen und am Schluss nicht ein Zentrum zu bilden, sondern ein Netzwerk. Und dieses große Netzwerk ist eine Möglichkeit, dieses Ballungszentrum als Netzwerk zu gestalten. Und dafür ist der Frankfurter Bogen gut. Vielen Dank dafür. Und an vielen Dank, Frau Abg. Förster-Heldmann. Damit ist die Regierungserklärung abgehalten. Der Tagesordnungspunkt 33, der mit aufgerufen war, Antrag der Freien Demokraten, ist mir signalisiert worden, kommt in den WVA. Abstimmen? Gut, dann stimmen wir ihn gleich ab. Wer für den Antrag ist, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Freien Demokraten, die SPD und die AfD. Wer ist dagegen? Das sind Bündnis 90 die Grünen, die CDU-Fraktion. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der LINKEN. Damit ist der Antrag abgelehnt.